Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulationen. Ich bin's, der Bio, begrüße euch aus dem verregneten Stettin. Heute Abend ist unsere Leitstellenfahrt. Denkt bitte dran, 19:30 Uhr, eventuell geht's schon los. Spätestens 20 Uhr sollten wir online sein. Dementsprechend, weil wenn ihr mitfahren wollt, dann ladet euch die Karte runter, macht mit. Wir hatten jetzt diese Woche ein paar Linien uns angeschaut. Heute dementsprechend schauen wir uns eine weitere Linie an, eine relativ kurze Linie. Die finde ich persönlich natürlich am schönsten. Die geht nämlich ganze, immerhin 14 Minuten. Kann man nicht meckern. Wir fahren das Ganze heute mit dem Solaris Urbino. Ja, ihr seht es hier schon, ne, der vierten Generation. Der Urbino 18 ist das. Ist natürlich der aus dem nicht Ruhr-DEC, sondern aus dem Düsseldorf-DEC und ebenfalls ein grandioser Bus. Und somit haben wir hier mal diese Woche uns mal, die Solaris-Generation uns hier mal durchgeschaut. Die zweite Generation, die dritte Generation und wie gesagt heute die vierte Generation mit Gelenkbus. Und ja, ich würde sagen, wir starten mal unseren Bus. Ihr seht auch, komischerweise hat sich nämlich hier mein Dings verabschiedet. Meine BBS-Oberfläche, fragt mich nicht. Weiß nicht, was da das Problem ist. So, dann machen wir hier schon mal alles soweit an. Connection to Host. Dauert also natürlich eine Reinbahnsuppe. Nicht hier. Wir können ja schon mal Scheibenwerfer anmachen. Wir können schon mal Licht anmachen. So, anmelden. Fahrernummer. Code. Okay, das funktioniert nicht, weil das steht ja alles da. Abbruch, anmelden, Fahrernummer ist 30108 und die Codenummer ist 15217. Wer bittet mich jetzt? Nochmal. Abbruch, anmelden, Fahrernummer. 30, 108, 15, 2, 17. Ah. So, wir sind nämlich heute auf der Linie 68 unterwegs. 0, 68, 0, 1. Nö. 0, 68, 0, 2. So passt das, genau. Jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir mal leider die Uhrzeit ein bisschen vorspulen. Wie gesagt, der ist abgestürzt. Aber er, ohne zu murren, hat er einfach das Ganze übernommen. So, Vorwärtsgang rein, Handbremse gelöst und abgefahren. Jetzt ist natürlich die Frage, stehe ich überhaupt richtig? Das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Guck mal hier, ich stehe nämlich falsch. Jetzt bin ich falsch gespawnt hier. Och, nee, ernsthaft. Kommt ihr jetzt nicht rüber? Nö, ihr kommt jetzt hier nicht rüber. Die stehen jetzt nämlich hier und ich stehe hier. Gut, da wäre ich aber auch nie reingekommen. Ja, kommt es natürlich hier nicht einmal drehen hier? Nö. Du musst dich schon direkt hier hin spawnen hier. Das ist natürlich blöd, ja. Sie dürfen es während der Fahrt nicht. Na gut. Pech, denn fahren wir weiter. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Weiß ich nicht, ist irgendwie nicht dafür vorgesehen. Następny przystanek Malczewskiego.
So, ja, wie gesagt, dieser Bus ist großartig. Den hatte ich jetzt ja schon sehr oft bei uns mal so im Let's Play und so. Und muss ganz ehrlich sagen, ich finde den mega nice. Den kann ich absolut nur empfehlen. Der Solaris aus dem Ruhr-Addon, den mochte ich irgendwie nicht. Aber man hat hier scheinbar an dem nochmal ein bisschen gewerkelt. Und aus dem ist jetzt ein richtig geiler Solaris-Bus geworden. Jetzt fehlt mir hier leider bloß noch so ein bisschen der Solo-Bus halt. Wie gesagt, jetzt hier den noch als Solo-Bus wäre das echt fantastisch. Leider hat er ja schon gesagt gehabt, dass er, glaube ich, Busse nicht mehr baut. Was ich ein bisschen schade finde. Warum baut man den jetzt hier nicht nur als Solo-Bus jetzt? Das ist echt wieder so ein bisschen verschenktes Potenzial. So. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Eine Frage habe bitte. Dankeschön. Kommt ihr jetzt hier auf einmal alle her hier? Dann bist du nur mal kurz an der Haltestelle, ja, und dann sowas hier. Ja, Leute, heute ist auch übrigens wieder mein erster Tag wieder auf dem Betriebshof. Mann, habe ich das da vermisst. Das ist schon eine ganze Weile her. Wirklich. Oh, wir haben einen netten. Der lässt uns hier tatsächlich rein. Und zwar schnell mal bedanken hier. Następny przystanek. Matejki. Ja, wie gesagt, heute mein erster Tag wieder auf dem Betriebshof. Bin mal gespannt. Jetzt muss es auch endlich mal losgehen mit der Fahrschule, dass ich dann auch endlich mal Bus fahren darf. Jetzt dann endlich mal richtig hinterm richtigen Steuer und nicht hier nur vorm PC oder sowas. Das wäre natürlich schon mega nice. Oh. Und ja, wieder ein bisschen Streckenkunde, bis dann endlich denn es wieder weitergeht. Ich werde, wie gesagt, euch aber auf den Laufenden halten. Ich werde dazu jetzt auch noch ein spezielles Video dann machen, dass wir dann zum Beispiel die ganze Theoriestunden, was ich so erlebt habe und so weiter und so fort. Da werde ich nochmal so ein separates Video zu machen. Ihr wolltet ja so ein bisschen... wolltet ja ein bisschen sehen, was so passiert ist. Wollte jetzt natürlich aus dem Video, da ich jetzt keine Bilder, Videos aufnehmen oder sowas, ne? Schon alleine aus Datenschutz und Privatschutz und weiß ich was für ein Schutz. Genau. Aber wir werden uns zumindest mal ein bisschen unterhalten, wie es zum Beispiel jetzt weitergeht, ob ich die Prüfung geschafft habe und so weiter und so fort. Da werde ich nochmal, wie gesagt, ein separates Video zu machen. Also, falls euch das Ganze interessiert, unbedingt dranbleiben. Ja. Heute Abend halt die Leitstellenfahrt mal wieder. Wir haben uns ja jetzt entschlossen, jetzt alle zwei Wochen eine Leitstellenfahrt zu machen. Und darauf die Woche machen wir uns hier, nehmen wir uns immer einen freien Tag und sind dann stattdessen dann bei Game Channel LP, weil wir haben mitbekommen, dass wir halt auch nicht immer nur Simulationen spielen wollen, sondern auch ein bisschen was anderes. Und dementsprechend existiert halt unser Zweitkanal, ja, der eigentlich wird er geführt von Hobby. Bloß, dass der kaum Content bringt. Interessant. Aber ja, nur ist es, ja. Wenn man natürlich voll mit Ideen ist, aber das Ganze dann nicht umsetzen kann, weil man vielleicht zu faul ist oder sowas, ja, oder nicht kann oder, ja, dann ist es natürlich immer fies, ja. Ich mag das zwar jetzt nicht, dass ich jetzt hier über Leute herziehe, aber das ist halt Hobby, ja.
Der hat immer tausend Ideen, aber wenn es dann darum geht, er soll mal was machen, dann ja. Aber das weiß er. Das sage ich oft genug schon zu ihm. Deswegen ist er auch immer an einer Leitstelle und fährt nicht Bus. Weil er ja schon so viel in seinem Leben Bus gefahren ist. Ne? So sieht's doch aus, Leute. So, rein, raus. Will jemand hier überhaupt aussteigen? Ich hätte gerne einmal Schüler. Du willst echt ein Ticket. Danke. So, guck, ob ich für den noch einen BVG-Repaint habe hier. Das Problem ist, was mich halt immer stört an Omsi, ja, es gibt halt so unglaublich viele Busse und so viele Mods und alles was, aber wenn du dir die meisten Mods anguckst, dann hast du halt nur irgendwelche Repaints, aber die ganzen Kassensysteme, die hier drin sind, die existieren gar nicht bei uns halt, ja. Schön, das ist natürlich echt blöd dann, ja. Und ich bin zu doof dafür, um das selber halt umzumodeln, ja. Ja. So. Drücken hier scheinbar, stecken halt immer Fahrgäste aus. Aber ich krieg hier keine Benachrichtigung vor, dass hier irgendwer einen Taster gedrückt hat. Jetzt, oder? Oh, nee, war ja wieder. Pasperska. Das war ja nur wieder Ding-Dong, nächste Haltestelle. Aber da hat jetzt jemand... Achso, da gibt's gar keinen Türton oder sowas. Ja, gut, den kann ich natürlich auch nicht ändern, ne? Ja, aber nur, so dass ihr mal so einen kleinen Einblick habt, ne, wie es jetzt so, wie es weitergeht. Ich denke mal, jetzt werde ich erstmal wieder so, denke mal, eine Woche auf Betriebshof rumhängen. Streckenkunde, bis es dann weitergeht, dann eventuell mit dem Fahren. Genau. Ja, und dann heute Abend Leitstundenfahrt. Wir haben nächste Woche dann wieder mal eine kleine Pause. Und ja, so dümpelt das Jahr so vor sich hin. Von so was hat man mittlerweile nichts mehr gehört dieses Jahr. Ich bezweifle auch, dass dieses Jahr noch irgendwas kommt. PlayStation kam gestern großartig. Ja, da könnt ihr gerne mal das Unboxing-Video von uns anschauen auf Game Channel LP. Ja, ich pack das Ding natürlich aus. Oh, bin ich mega glücklich drüber. Nachdem wir ja schon die Xbox unboxed haben, ja, kommt natürlich jetzt noch die PlayStation hinterher. Und weil es noch nicht genug ist, ja, hole ich jetzt meine ganzen alten Konsolen raus. Denn ich hatte mir immer vorgenommen gehabt, meine ganzen Konsolen irgendwie mal im Video festzuhalten. Und das mache ich jetzt alles auf Game Channel LP. Also, wenn ihr wirklich alte Konsolen sehen wollt, Leute, dann müsst ihr auf Game Channel LP gucken. Ich glaube, diese Woche, also letzte Woche gab ja das NES, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und diese Woche... Kommt das Super Nintendo. Ja, wo wir die Originale und die Minions anschauen. Fantastisch. So.
Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig, wie ich hier fahre. Das sieht aber richtig aus. So. Ordentlich Verspätung hier. So, wir müssen nach rechts rum. Oh, wieso fährt denn der so schlecht an? Die Ampel der gerade rum, Leute, die nehme ich mit hier. Następny przystanek Bandurskiego. So, ja, Türen auf. Następny przystanek Aksentowicza. So, und damit haben wir schon wieder diese Tour hier rum und damit ist die Woche zu Ende mit Omsi. Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgeht, oder Leute? Ich weiß, es ist schon wieder fast wieder Weihnachten. Ihr könnt ja gerne mal so ein bisschen mal euch überlegen, ob ihr euch sowas, irgendein besonderes Event euch gewünscht von uns als kleine Weihnachtsfest oder irgendwie sowas. Ihr könnt ja gerne mal so mal ein paar Ideen hier reinschreiben, ob ihr euch da irgendwas vorgestellt habt oder sowas, was wir machen können. Ne, nutzt da gerne mal die Kommentarfunktion, schreibt es mal ein bisschen. Oder? Muss ja auch alles muss ein bisschen geplant werden. Ne, das werden wir auch bestimmt nochmal im Livestream ansprechen. Dass wir da bestimmt noch irgendwas Kleines machen. Oh ja, hier ist natürlich ein bisschen sehr eng. Aber es hat gepasst. Und damit sind wir Stellplatz 68 angekommen. So. Wundervoll. Haben wir, Leute. Das war, wie gesagt, eine weitere Fahrt hier in Omsi. Ach, immer wieder schön. Mir macht das halt tierischen Spaß, hier Bus zu fahren. Ja, deswegen wird das Ganze auch jetzt wahrscheinlich mein neuer Job werden, ja, wo ich mich mega drüber freue. Ja, wie gesagt, falls ihr Ideen habt, so ein paar Ideen, was man so zu Weihnachten machen könnte, denn ja, schreibt es doch gerne mal rein in die Kommentare. Würde mich mal persönlich interessieren, ob wir da überhaupt irgendwas machen wollen oder ist euch das sowieso egal. Denn, wie gesagt, ja, dann wissen wir soweit Bescheid. Ja, wie gesagt, heute Abend Livestream, da werde ich das Ganze bestimmt auch nochmal ansprechen und vielleicht finden wir ja da eine Idee.
Und sonst, ja, heute Abend hier auf Stettin, die Leitstellenfahrt ab 19.30 Uhr, 20 Uhr geht es dann bei uns hier los auf dem Kanal. Also, wenn ihr mitmachen wollt, ladet euch die Karte runter und denn nichts wie rein damit. Wie gesagt, wir wissen auch nicht so 100%, ob es eine Mottofahrt wird, nur Solaris oder sowas. Aber ich denke mal, wir lassen wieder sowieso alles zu. Von daher könnt ihr einfach mitfahren mit eurem Lieblingsbus. So. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart. Tschüss, schönes Wochenende. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Omsi. Tschüss.